ein Poster suchen. Wenn ich so... Was? Ich glaube, was für ein Scherz. Der Typ ist ein echter. Murray würde den Lutscher bestimmt mögen. Super! Jetzt bist du ein Krimineller geworden, Sly! Okay, ich muss hoch zu diesem Band. Ich weiß es nicht, dass dieser Kerl eine Ehrenfeier für sich selbst abhält. Okay, das ist das Ich Band. Muss die Wäscheklammern wegschlagen. Diesen Jungs! Das da ist der kritzelnde, lolli-klauende Halunke, den ich suche! So, amigo, du hast dir gerade einen Daueraufenthalt im Gitterparadies verdient. Jetzt muss ich wohl die Gegend erkunden. Ich brauche Fotos von dem Gefängnis. Aber ich muss mich bedeckt halten. Ich will die Wachen nicht aufschrecken. Hier ist ein Eindringling! Ein interessantes Schild. Das muss ich knipsen. Ah, wenn ich mich nicht irre, ist das ein Munitionslager. Sehr praktisch. Die rückwärtige Mauer hat eine bauliche Schwachstelle.
die Quadrattaste und schwing die Kugel. Nein, du musst irgendwie zu Fuß des Turms kommen. Nein, das ist deine Chance. Sprich mit der Kugel. Die Tür auf und okay, geht. Okay. Der Container ist vorbei. Wieso bin ich hier der Einzige mit Fußfesseln? Hör zu, Freund. Ich soll morgen gehängt werden. Willst du tauschen? Ich bleibe hier und unterstütze dich moralisch. Wo bist du denn jetzt hin? Nein! Ich bin von dir. Ich warte bei der Tür. Während du das erledigst. Sehr schön, Sly. Sly, bewegt Tennessee in diesem Schmelztiegel voran. So umgehst du die weiterziehen. Das war gut, Sly. Wow, jemand hilft Toothpick anscheinend. Ich bleibe hier und unterstütze dich, Mutter. Also, was weißt du über Sheriff Toothpick? Toothpick? Der richtige Mistkerl hat mehr Dreck am Stecken als einen Kuhhirte. Mir den Bankraub angehängt und sich selbst das Kind gestärkt. Ich weiß es. Derjenige bin, der das Dynamit schleppen muss. Na, dann mal los! Ich werde ja auch nicht jünger. Dass du ein Cooper bist, als ich dich zum ersten Mal sah. Danke, aber Tennessee, wir müssen los. Bist du bereit? Also, nicht wirklich. Wow!
an dem Kerl dranbleiben. Ich muss dich dranbleiben. Der Rollstuhl braucht dringend eine Klimaanlage. Wenn dieser Tennessee-Kick noch mal hier auftaucht, wird ihm das Grinsen vergehen. Ich bin hinter dir, du Depp. Müssten wir da sein. Ich brauche eine Übertaktung. Zeit für den Beschleunigercode. Beschleuniger-Code aktiviert. Aktualisiere Physik-Code-Modul. Und voilà! Elastische Projektile. Perfekt, um Ecken zu schießen. Wow, dieses Sicherheitssystem kann ich nicht direkt angreifen. Da muss ich wohl um die Ecke schießen. Der Beschleuniger-Lasering ist ideal für den Schalter. Wenn ich das Schiff mit gedrückter R2-Taste bewege, kann ich einen schädigenden Laserring um das Ziel legen. Bei diesem Ding folge ich besser dem Elektronenstrom. Lasering um mehrere Schalter das Problem lösen. Für die Sperre braucht man einen Datenschlüssel. Irgendwo muss hier eine Sperre dazu geben. Oh Mann, sie fahren schwere Geschütze auf. Diese Riesen zerlege ich besser stückchenweise. Bingo! Dieser Datenschlüssel dürfte passen. Das Tor ist auf. Das Schiff kann andocken.
Sicherheitssystem, du bist erledigt. Wahnsinn, Murray! Okay, Tennessee, jetzt du! Mensch, ich bin schneller drin und wieder raus als eine Klapperschlange. Hey, Jungs! Die Tür ist etwas schwer! Okay, mein Eisen und ich waren lange getrennt. Mal sehen. Zuerst drücke und halte ich die L1-Taste, um den Zielmodus zu starten. Im Zielmodus kann ich dann mit dem rechten Stick den Cursor zu einem Ziel bewegen. Dann drücke ich einfach die R1-Taste, um den Anzug zu bewegen. Besser die Fliege, bevor Toothpick mich erwischt. Dass der alte Toothpick hier wohl ausbrütet. In drei Teufels! Diese große alte Tür. Jetzt wird's knifflig. Ich muss alle Schlösser gleichzeitig treffen. Glückssträhne ist zu Ende! Verflixtes Ungeziefer! Was zum Henker? Toll, Tennessee! Weiter! Okay, die Tür ist auf.
Vorsicht, Kumpel. Der Laden sieht ziemlich übel aus. Mach ich. Wir sehen uns drinnen. Hört zu, mein Partner hat noch ein Ass im Ärmel und wir stehen kurz vor dem Ziel. Diese Trumpfkarte wird Cooper und seine ganze erbärmliche Bande vernichten. Wie werden wir lehren, dass man eine Klapperschlange besser nicht reizt, wenn man keine Lust auf einen Biss hat? Dann laden wir diesen Zug zu Ende auf und machen, dass wir aus diesem elenden Kaff rauskommen! Sobald wir den Zaster wieder in die Gegenwart geschafft haben, werde ich, Toothpick, endlich ein Milliardär! Ups. Verdammt, Boss! Pass doch auf, wo du das Ding hinhältst! Redest du mit mir? Ruhig, Boss, ruhig. Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Der Bentleys Darmbekanntschaft wohl ist. Hä? Entführung? Hey! Dieser Trick ist noch mieser, als ich dachte. Teufel!
hübsche Ladies zu retten, ist sowieso mein Hobby. Stimmt's? Ich wusste's. Ja, Ma'am. Bentley hat gesagt... Oh, nennen Sie mich nicht Ma'am. Ich heiße Inspektor Fox. Halt, Bentley ist hier? Ja, sieht aus, als wären Sie direkt hinter uns. Carmelita, hey, bist du schon... Dieser hinterhältige Kleine. Besten Dank für Ihre freundliche Hilfe, Inspektor Fox. Ich bringe diese Bandidos schnell ins Kittchen und werde in 0,nix schon wieder bei uns. Natürlich dürfen Sie sich auch gern selbst stellen, wenn Sie weiter hilfsbereit sein möchten. So gut mir die Vorstellung von Sly hinter Gittern gefällt. Niemand entführt Inspektor Carmelita Fox und kommt damit durch. Beinhaltet das auch das Festbinden an einer führerlosen Kutsche? Vorsicht! Ich mag keine Klugscheißer. So, bereit für eine neue Mission, Tennessee? Ja, Ma'am. Ich meine, selbstverständlich bin ich das, Inspektor Fox. We'll be right back.
gefährlich. Aber er führt zurück zum Gefängnis. So wie ich das sehe. Rechnen Sie auf keinen Fall damit, dass wir diesen Weg nehmen. Sind Sie wirklich bereit dafür, Miss Fox? Inspektor Fox. Aber nennen Sie mich Carmelita. Danke für die Rettung übrigens. Gern geschehen. Inspektor? Sind Sie ein Sheriff? Woher kennen Sie denn Sly? Das ist eine sehr lange Geschichte. Jetzt muss ich diesen Ringelschwanz retten und ihm den Hals umdrehen. Wow, haben Sie Temperament. Sie erinnern mich an dieses Mädchen. Wie ist dieses Gefängnis überhaupt? Tja, da ist viel Feuer zum Beispiel. Fantastisch, dann mal los. Ich drücke einfach die R1. Was wenn ich die R1? Denk nur durch Camp, Tennessee. Hier lang.
okay. Ja, aber nicht dank dir. Nach der Nummer sollte ich dich in dem Käfig lassen, Sly Cooper. Ich weiß. Hör zu, ich kann alles erklären. Ohne diesen stattlichen und reizenden Gentleman wäre ich gar nicht hier. Oh, nicht doch. Stattlich und reizend? Ernsthaft? Hör zu, Carmelita, ich weiß. Spaß dir, Sly. Im Moment will ich nur wissen, wie ich wieder nach Paris komme. Ehrlich gesagt, Carmelita, interessiert mich viel mehr, wie du überhaupt hierher gekommen bist. Aber Jungs, wo ist der Van? Den Van suchen wir dann später, Murray. Was wolltest du nochmal sagen, Carmelita? Es ist eine lange Geschichte, Bentley. Los, ich erzähl's dir unterwegs. Thank you.
Bogenschützin. Gleich fällt der Kerl aus allen Wolken. Das Einzige, was dieser Typ küssen wird, ist eine Trophäe zum Abschied. Was zum Teufel? Lass diese Kerle nicht mit meinem Van verdrehen! Außerdem habe ich da noch ein Sandwich. Unglaublich, Murray! Wir haben... Okay, Carmelita. Hoffentlich hast du gedacht. Dass ich euch ein Gold klauen helfe. Absorbiert.
Murray! Toll! Kämpf mich weiter vor, Tennessee! Heutzutage jeder Laser. Bombe frei! Na los, Toothpick, ich bin gleich hier. Ich muss den Windhosen ausweichen. Ich muss der Abrissbirne ausweichen. Ich muss den Windhosen ausweichen. Beseitigt, Bentley. Nein, leider zu. Jetzt fährt zu einer zerstörten Brücke. Ich nehme an, das war nicht Teil des Plans. Nein, du musst aus dem Zug raus.